Ein herzliches Willkommen zurück in DWK 5. Wir sind immer noch mit Vanessa unterwegs. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir machen sollten. Ich guck mal schnell. Rabans Gefangenschaft. Was tun mit dem Universalschlüssel? Vanessa besitzt den Universalschlüssel von Terry, aber was kann sie damit tun? Ja, was kann sie damit tun? Ins Labor gehen? Das hatten wir schon probiert, glaube ich, ne? Es ging nicht. Schlüssel passt, aber die Tür lässt sich trotzdem nicht öffnen. Verflixt, ich will endlich wissen, was dahinter ist. Okay, was machen wir denn jetzt? Was haben wir denn sonst noch? Bretter? Hammer? Ich gehe mal zum Kapuzenmann. Oh, hier ist ja Maxi. Aber da war vorher, glaube ich, auch schon da. Vanessa, was willst du? Nix. Ich muss weg. Bis später. Gehen wir da mal hin. Der ist wach. Das ist gut. Hallo, Vanessa. Ah, Labortür. Ich habe jetzt zwar den ultimativen Schlüssel. Aber wieso komme ich damit trotzdem nicht durch die verspiegelte Tür? Du meinst die Tür zu Terrys Labor? Das ist wegen des Spiegels. Das ist Terrys spezielles Nicht-Vampir-Blockierungssystem. In ihr Labor haben nur Wesen ohne Spiegelbild Zutritt. Darum ist das Schloss auch in der Mitte. Ihr beiden mit euren Sicherheitssystemen. Ich glaube übrigens, Terry hält in ihrem Labor Raban tagsüber gefangen. Ich weiß es nicht sicher. Vielleicht solltest du Raban danach fragen. Okay. Bis später dann. Wie kann ich Raban denn fragen? Achso, dann schalten wir einfach auf Nacht, hä? Wo ist denn Raban? Da. Tut dir der Fuß in der Fessel sehr weh? Es geht. Schlimmer ist die Aussicht auf den Käfig in Terrys Labor. Das ist im Haus gegenüber auf dem Fabrikgelände. Dort bewahrt sie Versuchstiere für ihre Experimente auf. Ratten, Fledermäuse und mich. Terrys Universalschlüssel. An den musst du unbedingt rankommen. Terry trägt ihn immer bei sich. Ich glaube, er passt in jedes ihrer Schlösser. Wenn ich den hätte, könnte ich tagsüber aus ihrem Käfig fliehen. Okay. Schluss mit dem Getuschel! Okay. Den haben wir ja nun. Hallo, Terry. Du weißt nicht zufällig, wo meine Kette mit dem Schlüssel ist. Ich fürchte, irgendjemand hat sie mir geklaut. Wer sollte sich das denn trauen? Ich wüsste niemanden. Okay, Darkseid, hat er noch was zu sagen? Was willst du? Terry. Was hat Terry mit Raban vor? Das kann man bei Terry nie so genau wissen. Sie ist ein Freigeist, eine Tüftlerin und die beste Fallenbauerin der Welt. Irgendwas plant sie immer. Ihre letzte Erfindung war wieder einmal genial. Sie hat einen Universalschlüssel entworfen, der in jedes Schloss passt. Wow, echt praktisch. Und wo hängt dieser Schlüssel? An einem Universalschlüsselbrett? Terrys Geheimnisse kennt nur eine, und zwar sie selbst. Okay, dann Leon. Gib mir einen Tipp, wo ich Leon finden kann. Heißt es nicht, dass die Liebe der beste Wegweiser ist? Irgendwie ich komme später wieder. Ist Darkseid irgendwie so ein überheblicher. Ich mag den nicht. Wohl ein Vampir ist und ich auf Vampire stehe. Was soll ich noch mit ihr reden? Ich weiß ja, dass sie es darauf abgesehen hat, Maxi zu beißen. Ja. Okay, Maxi, ich glaube, der ist nicht ansprechbar, oder? Maxi, komm mit. Ich habe noch nie so schöne Augen gesehen. Maxi, lass dich nicht verzaubern. Wunderschöne Augen. Ja, das habe ich mir gedacht. Maxi hat's voll erwischt. Oh, hier gibt's noch Kerzen, die haben wir noch gar nicht gesehen. Wie romantisch. Wen will Darkseid damit eigentlich beeindrucken? Keine Ahnung. So, wir wechseln wieder zum Tag, dann sind die nämlich wieder weg. Und wir reden jetzt nochmal mit dem Kapuzenmann. Denn wir wissen jetzt ja, dass Raban im Käfig ist. Hallo, Vanessa. So, Schlüssel. Ich habe von einem Schlüssel gehört, der in jedes Schloss passt. Den haben wir doch schon. Was weißt du darüber? Harrys Universalschlüssel? Der hängt an einer Kette um ihren Hals. Okay, Raban. Wie kann ich Raban befreien, wenn ich nicht in das Labor komme? Gib ihm den Schlüssel doch nachts im Ballsaal.
Da stehen zwar die Vampire drumherum, aber wenn du den Schlüssel in etwas Unauffälligem tarnst, könnte es klappen. Du meinst wie die berühmte Feile, die im Kuchen ins Gefängnis geschmuggelt wird? Kein Kuchen, sondern Brot. Im Gegensatz zu Vampiren haben Menschen schnöden Hunger. Nichts wird die Vampire weniger interessieren als ein simples Brot. Aber woher nehmen? Hast du einen Backofen und Zutaten? Leider nicht. Bei mir gibt's nur Erbseneintopf aus der Dose. Aber auf dem Dachboden der Fabrik stehen noch ein paar von den Maschinen, die hier früher hergestellt wurden. Wahnsinnsdinger, die alles konnten. Bestimmt auch Brot backen. Ich weiß aber nicht, wie gut sie noch erhalten sind. Bis später dann. Dann heißt das für uns, wir müssen aufs Dach, ne? Die Feuerleiter ist kaputt. Egal, dann komme ich eben anders aufs Dach. Einfach nur hochklettern ist mir sowieso zu langweilig. Ja, wenn du das sagst, dann gucken wir doch mal vorne rum. So, da oben müssen wir hin, oder? Sieht aus, als hätte das Dach mal gebrannt. Da ist eine riesige Lücke im Gebälk. Das muss die vordere Seite vom Dachboden sein. Da, wo die sagenhaften Maschinen stehen, von denen der Kapuzenmann erzählt hat. Okay, wir haben hier ja immer noch den Tisch stehen. Ein alter Tisch aus Metall. Und wir haben noch die Bretter. So wird das eine Rampe. Mhm. Nicht gerade sicher, aber sie erfüllt ihren Zweck. Hoffe ich zumindest. Okay, mal gucken, was er dazu sagt. Keine Motorradstunts, solange der Beiwagen dran ist. Okay, Beiwagen muss ab. Schraubenschlüssel oder mit dem Hammer? Irgendwie kriegen wir das Ding ab. Weg mit dem Ballast. Okay. Ja, dann los geht's. Hopp, hopp. Wow. Yeah, geschafft. Ja, super. Wir sind oben. Und, Motorrad. Ah, okay. Da haben wir eine Universal-Backmaschine. Was für eine Monstermaschine. 1000 Hebel und Knöpfe. Hoffentlich ist nicht alles eingerostet. Okay, wir gucken uns erstmal alles an. Lippenstift? Lippenstift? Okay. Der Hebel, der alles in Gang setzt, klemmt. Aber mit ein bisschen Schmieröl dürfte das zu beheben sein. Okay. Das scheint der Startknopf zu sein. Zutatenöffnung. Das ist die Zutatenöffnung der Maschine. Dort kommt alles rein, was gebraucht wird. Okay. Sonst haben wir hier nichts. Doch, hier eine Gasleitung. Das ist die Energiequelle. Zum Glück ist nur das Verbindungsstück ab. Das lässt sich leicht beheben. Okay. Das Verbindungsstück ist schon wieder angedockt. Gut. Das ist die Energiequelle. Ich habe das Verbindungsstück wieder dran gesteckt. Gut. Ja, dann brauchen wir wohl Öl, oder? Gehen wir mal hier raus. Gehen wir eine Strickleiter. Scheint unversehrt zu sein. Die nehme ich mit. Ja, nehmen die mal mit. Sonst haben wir hier auch nichts. Dann können wir doch bestimmt hier runter. Der Rückweg ist gesichert. Gut. Ich wette, wenn ich hier runterklettere, komme ich zum Kapuzenmann. Mal sehen, was sich dort auftreiben lässt. Auf jeden Fall Öl, weil die Ölkanne hatten wir ja schon gesehen. Die ist da oben. Die brauchen wir. Die kann ich jetzt gebrauchen. Wofür genau? Ich muss den Hebel der Universalmaschine ölen, sonst bewegt er sich nicht. In Ordnung, nimm die Kanne mit.
Ja, supi, danke. Und dann wieder hoch. Ich würde lieber wieder das Motorrad nehmen. Aber das steht ja leider oben auf dem Dach. So, dann können wir den Hebel ölen. Ölkanne. Wenn ich das Hebelgelenk einfette, müsste es sich bewegen lassen. Oh, hört sich an, als ob sie jeden Moment auseinanderfällt. Na, ich hoffe nicht. Hier sieht man, was sie alles herstellen kann. Okay. Das sieht nicht gut an. Achtung, aus. Zutatenkammer fast leer. Wasser nachfüllen, Salz nachfüllen. Okay. Achtung, Zutaten... Hatten wir schon. Das ist also das Gleiche. Dann brauchen wir jetzt Wasser und Salz. Wo kriegen wir das jetzt wieder her? Hat das auch der Kapuzenmann? Also Wasser hat er. Aber Salz weiß ich nicht. Den kann ich jetzt gebrauchen. Wofür genau? Ich muss die Zutatenkammer der Universalmaschine für den Backvorgang füllen. In Ordnung. Nimm den Eimer ruhig mit. So, dann Regentonne. Ein Eimer voll Wasser wird hoffentlich reichen. Ja, das hoffe ich doch auch. Salzstreuer? Ja. Salz. Brauchen wir. Den kann ich jetzt gebrauchen. Wofür genau? Ich muss die Zutatenkammer der Universalmaschine für den Backvorgang füllen. In Ordnung. Nimm den Salzstreuer ruhig mit. Ja. Wir haben das Zelt, können wir uns angucken. Die Luxusvilla vom Kapuzenmann. Hm. So, dann hoch, dann füllen wir die Maschine auf. Wasser. Hoffentlich ist die Zutatenkammer auch dicht. Das will ich doch schwer hoffen. Rein damit. Ja, dann können wir jetzt starten. Die besondere Zutat fehlt noch. Ach, der Schlüssel, genau. Gute Idee. Ja. Den Schlüssel backe ich gleich mit rein. Und dann jetzt starten. Nein! Du solltest die Maschine besser nicht in Gang setzen. Angeblich hat ein Blitzeinschlag das Dach zerstört. Aber was, wenn es in Wirklichkeit eine Gasexplosion gewesen wäre? Was, wenn sie die Fabrik deswegen dicht gemacht hätten? Weil irgendeine von diesen Maschinen damals in die Luft geflogen ist. Es ist vielleicht nur ein Gerücht, aber es könnte auch wahr sein. Also lass lieber die Finger davon. Ich will nicht, dass er mir dazwischen funkt. Besser, ich warte, bis er schläft. Nopsig ist ja klasse, es war doch sein Vorschlag, oder? Dass wir das machen. Gut, dann schläft er jetzt und jetzt backen wir. Ganz heimlich. Jetzt aber. 3, 2, 1, Start. Ich gehe lieber in Deckung. Autsch, das hat geknallt. Rabaff. Ein Glück, dass ich nichts abgekriegt habe. Der Kapuzenmann hatte tatsächlich recht. Es war eigentlich viel zu gefährlich, mit der Maschine zu experimentieren. Aber wir haben Brot. Immerhin das. Nicht gerade was für den großen Hunger. Egal, für meine Zwecke reicht es. Könnte ich das jetzt ja Rabern bringen eigentlich, ne? Aber wir gucken jetzt erstmal hier raus. Da kann man ja weiter aufs Dach rausgehen. Ja, dann gehen wir mal. Ich wünschte, ich hätte ein paar Knoblauchzehen dabei. Oder wenigstens eine Thermoskanne Weihwasser. Ui, das sieht ja aus. Wer hat die Statuen nur derartig zugerichtet? Grausam. Hm. Wer hat die Statuen... Hatten wir schon. Reste des Daches. Hier hat das Feuer aber richtig gewütet. Das ganze Dach ist weg. Mhm. Hier haben wir Leon. Oh nein, das ist ja Leon. Leon! Was ist nur mit dir passiert? Geliebte Vanessa, ich weiß nicht, ob du diesen Brief jemals lesen wirst. Aber falls doch, dann sollst du wissen, dass ich nicht freiwillig fortgegangen bin. Ich wurde im Schlaf gebissen und zum Vampir gemacht. Doch lieber wähle ich den Gang ins Sonnenlicht, als noch einen Tag länger ohne dich zu sein. Leon. Ich würde am liebsten weinen, aber ich kann nicht. Wie schade. Wirklich traurig. Darkseid, was machst du hier?
Eigentlich wollte ich Leon einen Besuch abstatten, sehen, wie es ihm so geht. Aber dann fiel mir ein, dass er ja das Sonnenlicht meiner Gesellschaft vorgezogen hat. Und da wollte ich meinem Ärger darüber ein bisschen Luft machen. Verschwinde, du hast verloren. Ich weiß, dass die Liebe stärker ist als all deine faulen Tricks. Der Kapuzenmann hat es mir gesagt. Hat er auch erwähnt, auf welche Weise die Liebe ein Herz aus Stein erweichen kann? Nein? Mit Tränen, meine Schöne. Mit den Tränen, die du mir geschenkt hast. Was für ein Jammer. Du hinterhältiger Blutsauger! Du verlogenes Monster! Wie auch immer, es bleibt dir nichts anderes übrig, als mit mir zu kommen. So oder so, Leon wirst du nicht mehr retten und dich selbst auch nicht. Es sei denn, du willst die Sache noch länger hinauszögern. Dann hätte ich große Lust dazu, unseren Freund hier in einen Haufen Sand zu verwandeln. Verdammt, das Spiel ist vorbei. Ich kann nichts weiter tun, als mit Darkseid zu gehen, sonst zertrümmert er Leon. Wenn ich Rabba nur vorher befreit hätte. Er wüsste bestimmt noch einen Ausweg. Und Maxi steht unter Blossoms Fuchtel. Bei den blutleeren Augen Darkseids. Vielleicht gibt es ja noch einen Weg. Einverstanden. Ich gebe auf. Aber vorher muss ich dich noch um einen Gefallen bitten. Raban sitzt in Terrys Käfig fest und ist am Verhungern. Bitte, Darkseid, gib ihm das Brot. Wenn's weiter nichts ist. Es ist wirklich rührend anzusehen, wie schnell ihr Menschen am Ende eurer Kräfte seid.